Hallo zusammen, ich bin der Pedro von bikebox.ch. Heute stellen wir dir das neue Specialized Tarmac SL7 in Pro-Version mit Shimano Ultegra vor. Das Tarmac, für was kann ich es brauchen? Eigentlich für nur richtig schnell zu fahren. Das ist das, was es am einfachsten kann. Und gleich kann ich mit diesem Velo sehr, sehr gut in den Bergen fahren. Natürlich auch dort schnell, wenn ich gut bin. Es klettert gut, es ist sehr, sehr leicht, sehr, sehr steif und hat einen super guten Vorwärtsdrang. Also das Beste ist richtig gut herüberkommen. Neu ist so, dass das Tarmac aerodynamisch sehr, sehr optimiert ist. Ich habe hier keine Kabel mehr draussen durch. Ich habe einen passenden Lenkervorbau, Gabeln, Rahmen mit Sitzrohrstützen, Hinterbau, alles aerodynamisch optimiert. Das hat das Beste bei sich im Windkanal perfekt können machen. Ich habe passende Räder dazu, vorne mit einer 50er Felgenhöhe, hinten etwas höher mit 60. Dafür vorne dicker und bauchiger, was ich so viel, viel bessere Lenkeigenschaften habe und auf den Seitenwind nicht anfällig bin. Durch das ist das Tarmac wirklich ein super Allround-Gerät, das sehr, sehr viel Spass macht. Nicht für nichts ist dann das eigentlich heutzutage für Profi dasjenige welche von der Velo her, was sie wirklich für alles können brauchen. In dieser Version, wie gesagt, komplett ist Shimano Ultegra DI-Tool-Gruppe drauf, elektronisch. Ich habe nachher super gute Rollerräder, wie gesagt, mit der Swiss-Nabentechnik. Sehr, sehr schnelle S-Works Turbo-Reifen in 26 Breite, die wirklich richtig viel Fahrspass und Fahrkomfort bietet. Perfekte Anbauteile mit Sattel, angenehmen Lenker und Lenkerband. Also wirklich ein super cooles Package, das ich hier habe. Gut, vom Tarmac SL7 gibt es natürlich verschiedene Versionen. Wir gehen noch tiefer runter, wir gehen aber auch noch weiter rauf von der Komponentenausrüstung her. Immer mit der gleichen Rahmenform und Geometrie, aber eben mit verschiedenen Komponenten, je nachdem, was man dafür für das Hobby ausgeben will. Wenn dir die ganze Geschichte gefallen hat, gerne die Daumen gegen oben. Könnt ihr bei uns den YouTube-Kanal bei Bikebox abonnieren, dann seid ihr immer auf dem laufenden Stand. Wenn sonst Fragen sind, anrufen, mailen, chatten oder direkt bei uns in den Läden vorbeikommen, die Velo live zu schauen, weil die Farbe die muss man wirklich live sehen. Vor allem mal rausnehmen in die Sonne, wie sie dort schimmert und wirkt. Das ist richtig cool zum sehen. Also, in diesem Fall sehen wir uns. Bis gleich. Tschüss zusammen.